Drei Leute haben mich jetzt mehrmals gefragt, ob ich Ihnen ein paar Mentalisten-Tricks beibringen kann, die ihr euren Freunden zeigen könnt. Dementsprechend bringe ich euch heute drei Mentalisten-Tricks bei, die ihr euren Freunden zeigen könnt. Drei ganz einfache Sachen, die könnt ihr ausprobieren. Demnächst kommt noch ein Video davon. Hier ist mental Kunststück Nummer 1. Du kannst zu Hause übrigens mitmachen, wenn du möchtest. Du bittest deine Freunde, so schnell wie möglich an die erste Antwort zu denken, die ihnen auf die folgenden drei Fragen einfällt. Hier ist die erste Frage. Denk bitte an die erste Farbe, die dir einfällt, jetzt. Denk bitte an das erste wilde Tier, das dir einfällt, jetzt. Und denk bitte an eine Zahl zwischen 1 und 10, jetzt. Statistisch gesehen denken die meisten Menschen jetzt an Rot oder Blau bei der Farbe, Löwe oder Tiger beim wilden Tier und eine 3 oder 7 bei den Zahlen. Das kannst du mit deinen Freunden ausprobieren und wenn es funktioniert, ist es ein mega beeindruckender Trick. Hier ist Trick Nummer 2. Du kannst relativ häufig zumindest eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck mit deinen Freunden gewinnen, wenn du in der ersten Runde Stein schmeißt. Die meisten Menschen, die Schnick, Schnack, Schnuck spielen, schmeißen in der ersten Runde statistisch gesehen Schere. Dementsprechend Trick Nummer 2, wenn du Schnick, Schnack, Schnuck spielst, schmeißt in der ersten Runde Stein und deine Chancen stehen relativ gut zu gewinnen. Und hier ist Trick Nummer 3, das sind die magnetischen Finger. Die kannst du auch von zu Hause aus mitmachen. Dafür machst du Folgendes. Du legst die Finger einmal ineinander, überkreuzt die Daumen, streckst die Zeigefinger nach vorne. Jetzt machst du einen großen Abstand zwischen deinen Zeigefingern und stellst dir an deinen Fingerspitzen zwei Magnete vor. Und stell dir jetzt vor, wie die Magnete deine Fingerspitzen zueinander hinziehen. Und dann wirst du merken, wie deine Finger sich immer weiter aufeinander zubewegen. Hierfür brauchst du keine Hypnose-Skills. Das ist einfach ein Trick, der ist physisch bedingt. Wenn unsere Finger so auseinanderschrecken, gehen sie automatisch aufeinander zu. Weil du aber sagst, stell dir bitte zwei Magneten an deinen Fingerspitzen vor. Das ist, als würdest du deinen Mitspieler oder dein Gegenüber beeinflussen. Und scheint, als hättest du plötzlich mentale Kräfte entwickelt, die fast wie Hypnose wirken. Das sind drei Tricks, mit denen du hoffentlich deine Freunde beeindrucken kannst. Viel Spaß!